Hallo ihr Lieben, ich habe lange überlegt, was wir heute zum 500er Special auf diesem Kanal öffnen. Und ich habe mich dafür entschieden, dass wir ein Set aufmachen, mit dem hier alles begann und mit dem ich schon sehr viel Glück hatte in der Vergangenheit. Denn ich habe daraus das Urpalkia gezogen, ich habe daraus das Arceus Vista dreimal gezogen und das Giratina Vista sogar zweimal. Nur eine Karte konnte ich noch nicht ziehen. Und das ist Mewtwo Vista. Und darum werden wir heute die Jagd nach dem Mewtwo Vista fortsetzen und wir öffnen zwei dieser Kollektionen. Einmal die Zamazenta Figurenkollektion und die Zechen Figurenkollektion aus dem Set Zenit der Könige. Wie immer, ich mache die Boxen auf und dann sehen wir uns gleich. So, die Boxen sind offen und bevor wir reinstarten, möchte ich mich noch bei euch allen da draußen bedanken. Ich möchte mich bedanken, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr auch immer fleißig Kommentare unter den Videos schreibt, dass ihr den Videos einen Daumen nach oben gibt und vor allem, dass ihr mich abonniert habt, weil das ist für mich nicht selbstverständlich. Gefühlt bin ich hier der 10- bis 12-jährige Junge von damals, der einfach hier Booster aufreißen kann und sich Leute das angucken. Und der jetzt mal plant, auf ein Pre-Release-Turnier zu gehen und dort auch mal das TCG zu spielen. Und dafür möchte ich mich auf jeden Fall mit dieser Kollektion bei euch bedanken. Aber das machen wir später. Wir gehen jetzt erstmal rein in die Booster. Beziehungsweise vorher zeige ich, was wir alles drin haben. In der Zamazenta-Kollektion einen wunderschönen Pin von Zamazenta. Dann auch eine wunderschöne Figur, finde ich. Die ist richtig gut gelungen. Auch richtig schön hochwertig, also richtig toll zum Hinstellen. Meine aus den anderen Kollektionen, die stehen hinten auf dem Schrank drauf. Die beiden Figuren werden jetzt an meine Tochter gehen. Die hat schon ein Auge drauf geworfen. Dann eine wunderschöne Promokarte vom Shiny Zamazenta und natürlich Sleeves. Was haben wir noch drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Booster. Wir werden heute insgesamt 22 Booster aufmachen. Wir haben 22 mal die Chance, das Mewtwo Vista zu ziehen. Ich würde sagen, wir starten rein. Also ein Set ist einfach toll. Mit dem Set habe ich hier auf dem Kanal angefangen. Wir starten rein. Ich rate Feuer. Stahl. Ich bin echt gespannt, was wir heute hier aus 22 Booster ziehen. Ob wir da den einen oder anderen Knaller haben. Venofliebes. Oh, sie ist da hinten. Ist das da hinten? Nirgendwo Sauger. Stolrak. Bielzer. Trank. Galapantimos. Sonnkern. Smogon. Ein strahlendes Akku. Gleich im ersten Booster ein Hit. Richtig schön. Und wie das blinkt und glitzert. Richtig stark. Und ein Tauros. Das geht doch schon mal gut los. Im ersten Booster ein Hit. Weiter geht's. Und ab in den zweiten. Ja, Zenit der Könige hat einfach richtig tolle Karten. Hat eine richtig tolle Galar Gallery. Mit dem Pikachu. Mit Magbrand. Magbrand und Elevoltik. Konnte ich zum Glück schon ziehen, waren auch einer meiner Lieblingskarten aus dem Set, weil die sehen richtig schön aus. Genauso auch das Lapras im Wasser, auch richtig schön. Also jeder, der das Set mag, ich kann es einfach nur verstehen. Es ist eigentlich mein Lieblingsset aus der ganzen Schwert- und Schild-Ära. Und haben wir da noch was hinter? Ein Kleopatra. Den haben wir hier angefangen. Und ich habe schon jede Menge aus dem Set aufgemacht. Ich rate Psycho. Psycho. Ob wir da jetzt was haben? Trekkingschuhe. Shaman. Freunde aus Hisui. Magunior. Kikugi. Owei. Wuffels. Felilo. Wow! Ein Zwirrlicht. Richtig schön. Dritter Booster, zweiter Hit.
So mögen wir das. Das ist Zenit der Könige. Und haben wir noch was dahinter? 3, 2, 1. Pandagro. Ach, schön. Unser zweiter Hit. Das ist schön. Und ab geht's in den nächsten Booster. Na, was fehlt mir noch aus dem Set, wo ich schon so viel aufgemacht habe, aus der Galar Gallery zum Beispiel, fehlt mir noch das Mew, den Boltoball, Lunastein, Altaria und noch viele, viele mehr. Und wir gehen weiter. Luxio, Freunde aus Hisui, Shaymin, Zipurze, Plaudergei, Pantimos, Sonnenkern, Bidiza. Wow, Koriogel! Koriogel, Leute! Richtig, richtig schön. Den habe ich noch nicht. Das ist schön. Das freut mich. Das freut mich richtig. Und haben wir noch was dahinter? 3, 2, 1. Schlaraffel. Schlaraffel. Den habe ich schon ein paar Mal gezogen hier. Der hat mich anfangs ganz schön verfolgt. Da habe ich eine ganze Beinerseite voll von dem. Aber schön, Koriogel. Eine Karte, die ich noch nicht habe. Das freut mich. Und weiter geht's in den nächsten Booster. Ich bin gespannt, ob wir hier einen richtigen, schönen Banger-Hit drin haben. Ich rate Wasser. Pflanze. Luxio. Zaplalek. Rettungsbox. Trank. Galapantimos. Sonnenkern, Smogon, Mirapla, oh, ich sehe da irgendwas, seht ihr das? Machen wir mal jetzt einen Trommelwirbel, 3, 2, 1, wow, Suicune wie, Wahnsinn, Leute, Wahnsinn, Suicune wie, oh, richtig, richtig stark, wir haben einen richtig schönen Banger-Hit hier drin, oh, geil. Richtig stark. Und haben wir noch was dahinter? Ein Tandrak. Suicune wie. Leute, das geht doch schon wieder so richtig, richtig ab hier. Es geht richtig ab. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Booster. Wir haben 5 Booster aufgemacht. Ja, 5 Booster. Und wir haben schon 5 Hits. Ist doch. Boah. Richtig, richtig stark. Zwar kein YouTube-Booster, aber wir haben hier 5 Hits. Das ist halt einfach Zenit der Könige. Es macht immer wieder Spaß, das Set aufzumachen. Immer wieder. Ich rate Feuer. Elektro. Georock. Pokémonfänger. Britziegel. Emolga. Mangunio. Kikugi. Owei. Felilu. Ja, Sonnenfell. Richtig, richtig schön. Und der nächste Hit. Und der nächste Hit, Leute. Es geht hier richtig ab. Richtig, richtig stark. Und haben wir noch was? Ein Zamazenta wie. Doppelhit. Ey. Es ist doch schon wieder richtig, richtig krank. Richtig, richtig krank. Ich bin mal gespannt, ob ich denn überhaupt meine Reverse-Karten vollkriege. Wenn hier alles nur voller Hits ist. Weil die sind ja dann meistens immer die... So, den gehen wir schnell durch, denn ich habe ja schon gespoilert. Schnäppke, Gladiantri, Tangela, Pupons, Mauzi. Dann eine wunderschöne Reverse-Energie. Leider wieder hier. Wie bei allen Reverse-Energiekarten, alles voller Printlines. Und dahinter ein Mew V. Also das habe ich jetzt auch schon. Also damit kann ich mir schon bald eine Wand tapezieren. Also das habe ich jetzt echt schon sehr oft. So, noch was dahinter. Nee. Schnell abrein in eine Sleeve. Ja, ich bin halt gespannt, ob ich irgendwann meine Reverse-Karten auch mal vollkriege. Weil das sind so die meisten Karten, die mir noch aus dem Set fehlen. So, und weiter geht's. Ich rate Feuer. Psycho. Hyperball. Amphira. Zwirklop. Plaudergei. Pantimos.
Sonnenkern, Bidezer, Smogon, Iguana und ein Wailord. An dem Set sind auch richtig, richtig schöne Altart-Karten. Angefangen halt mit den drei legendären Pokémon wie Suicune, Entei und Raikou, die ich zum Glück alle schon habe. Und natürlich auch die ganzen Silver Oas, die Evolutions mit Glaceola und Polypova. Glaceola habe ich ja zum Glück. Und Leute, seht ihr das? Leute, ein Britzigel, ein Krebskorps. Werden wir hier so richtig Glück haben im 500er Special? Oh, ich bin gespannt. Myrapla, Europ, Zirpoze, Trommelwirbel, Leute. Trommelwirbel. 3, 2, 1. Und Palkia Vista. Palkia Vista. Oh, zum zweiten Mal. Richtig, richtig stark. Zwar leider off-center des Todes, aber richtig, richtig schön. Schaut's euch an. Eine Goldkarte hier. Richtig, richtig stark. In der Summer Center Box. Obwohl man sagt, die Zeichenboxen, die sollen mehr gönnen wie die Zamazenta-Boxen, haben wir hier eine Goldkarte drin. Richtig, richtig stark. Haben wir noch einen Hit dahinter? Ein Tandrak. Und wie sieht sie von hinten aus? Ja, nur halt links, rechts ein bisschen. Ansonsten sieht es eigentlich richtig, richtig schön aus. Also die Zamazenta-Box ist der Hammer, ne? Mit einer der teuersten Karten aus dem Set. Richtig, richtig stark. So eine Goldkarte zieht man immer gerne. Hätte auch das Mewtwo sein können. Aber wir haben ja noch die Chance. Wir haben ja noch ein paar Booster vor uns. Ich rate jetzt Feuer. Elektro. Der Superball. Trekkingschuhe. Luxio. Sichlor. Riolu. Mangunio. Kikugi. Staralili. Seider auf dem Wurstlord. Und. Richtig, richtig stark. Richtig, richtig stark. Oh, eine Holo-Energie. Die sieht richtig, richtig schön aus. Ich glaube, die habe ich noch nicht. Richtig, richtig schön. Ich glaube, die Holo-Energie habe ich noch nicht. Also, heute schon ein paar Karten gezogen, die ich brauche. Richtig, richtig schön. Und ab rein in den letzten Booster der Zamazenta-Box. Ich rate... Wie ist da? Wir gehen rein. Freunde aus Hisui. Die, glaube ich, brauche ich auch noch. Vinofliebes. Rettungsbox. Shinux. Ignivor. Gladiantri. Ein Walmir. Ein Pokéball. Ein Tangela. Und ein Kommandutan. Richtig, richtig starke Box, muss ich sagen. Richtig, richtig starke Box. Ich habe jetzt schnell nochmal nachgeguckt. In der ersten Box hatten wir zwei neue Karten für mich drin. Das ist die Elektroenergie, die Holo-Karte und das Koriogel. Alle anderen hatte ich leider schon, aber trotzdem eine richtig starke Ausbeute. Wer diese Box aufmacht und diese Hits drin hat, ist doch einfach grandios, oder? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hättet ihr euch über diese Box gefreut? Ich glaube ja. Und jetzt bin ich gespannt, ob die Zeichenbox noch besser abliefern kann wie die Zamazenta-Box oder ob die Zamazenta-Box hier der Gewinner sein wird. Jedoch hat es eine große Chance, weil es gibt ja auch diese Error-Boxen von Zeichen, wo halt ganz wie früher bei den Top-Trainer-Boxen, wo ganz viele Pikachus drin sein können. Also es wäre natürlich auch krank, wenn wir so eine Box hier hätten. Ich rate Feuer, Stahl, Zwirklop, ein Metan, Energieumschalter, Felilu, Mabula, Algit, Iguana, Volley, Energiesuche auf dem Wurstlord und ein Kokowai. Was mich auch noch richtig so freuen würde, wenn auch noch halt natürlich Mewtwo oder halt schöne Trainergaleriekarten, davon fehlen mir auch noch sehr viele, viele. Ich rate Wasser, Feuer, jetzt ist es Feuer. Zum Beispiel Cynthia, Perla,
oder halt auch Camillas Glanz sind so richtig, richtig schöne Trainerkarten hier aus dem Set. Es gibt noch sehr viele mehr, Freunde aus Isui und so weiter. Also ich würde mich echt drüber freuen, wenn wir hier noch eine richtig schöne Trainerkarte ziehen würden. Bolli, Iguana, Pam Pam, Tausch, Schnäppke. Oh, ein Diancy. Richtig, richtig schön. Richtig, richtig schön. Den ziehe ich jetzt auch erst zum zweiten Mal. Ich habe schon so viele Booster aufgemacht, zum zweiten Mal. Und haben wir was dahinter? Trommelwirbel. 3, 2, 1. Oh, ein Kyogre V. Richtig, richtig schön. Schnell ab in eine Sleeve. Also Zeichen scheint jetzt nachlegen zu wollen. Wir gehen rein in den nächsten Booster. Bin echt gespannt. Haben wir heute die Chance, das Mewtwo zu ziehen? Drückt mir die Daumen. Ich möchte doch nur das Mewtwo V-Star. Eigentlich wollte ich ja schon gar keine Produkte mehr aus dem Set öffnen. Jedoch möchte ich unbedingt das Mewtwo V-Star selber ziehen. Und ich hoffe, dass wir es jetzt dabei haben. Weil ich habe jetzt nur noch eine Top-Trainer-Box und ein Display von den Mini-Tins, wo halt noch das Mewtwo drin sein könnte. Ansonsten muss ich mir bei Card Market kaufen. Shaman, Freunde aus Isui, Valmer, Shinux, Krebskorps, Gladiantri, Jurob. Wow, Sword V-Star. Ja, richtig, richtig schön. Richtig, richtig schön. Die habe ich noch nicht. Oh, richtig geil. Richtig geil. Oh, richtig stark. Eine richtig geile Karte. Oh, richtiger Banger-Hit. Zeichen zieht nach. Und da haben wir noch was dahinter. Trommelwirbel. 3, 2, 1. Ein Grillschieter wie. Oh, richtig, richtig stark, Leute. Zeichen sagt, er möchte sich nicht unterkriegen lassen. Er möchte hier Zamazenter besiegen. Und haut gleich nochmal zwei Hits hier weiter raus. Boah, richtig stark. Deswegen Zenit der Könige, Leute. Kann man immer wieder öffnen. Man hat jedes Mal Glück. Also jedenfalls meistens geht es mir jedenfalls so, dass man meistens Glück hat. Und ich rate Wasser und Licht. Venufliebes. Sonderbonbon. Steurak. Iguana. Volli. Shinux. Pam Pam. Schnäppke. Nochmal Pam Pam auf dem First Slot. Und richtig, richtig geil. Und wieder ein Energiehit. Und diesmal die Psycho-Energie. Richtig, richtig stark. Und ab rein. Eine Sleeve. Nicht das Mewtwo V-Star. Aber ein Hit. Und weiter geht's. Jetzt aber, Leute. Jetzt muss es doch mal kommen. Ich rate V-Star. Girafarig. Britzigel. Pokémonfänger. Ein Schnäppke. Ein Wuffels. Tangela. Pupons. Mauzi und ein Magbrand. Richtig, richtig schön. Oh. Habe ich zwar schon, aber eine richtig schöne Karte. Von den Karten kann man nie genug haben. Und haben wir noch was dahinter? Trommelwirbel. 3, 2, 1. Oh, und nochmal Gritschita wie. Zweimal in der gleichen Box. Kann man machen, ne? Nehmen wir mit. Und wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Booster, Leute. 6 Booster. 6 Mal noch die Chance. Weiter geht's. Ich rate Elektro. Elektro. Haben wir jetzt Glück? Ist es jetzt da drin? Duflor. Hyperball. Schmetterhammer. Iguana, Volli, Shinux, Pam Pam, Schnäppke, ich sehe da irgendwas, seht ihr das auch? Trommelwirbel, 3, 2, 1, ein Tangrag auf dem Reverse Slot und nochmal Trommelwirbel, 3, 2, 1, ein Kyogre V, auch das zweite Mal jetzt in dieser Box.
Aber Zeichen lässt sich echt nicht lumpen. Und wir gehen rein. Wir haben noch 5 Booster, Leute. 5 Booster. Ich rate jetzt Wasser. Und nicht. Zaplalek. Hyperball. Girafarig. Tangela. Pupunks. Mauzi. Valmer. Shinox. Energie zu gewinnen. Und ein Hooper Holo. Ein Hooper Holo. Erste Holo-Karte hier in dem Opening, ne? Da sieht man auch, wie selten die Holo-Karten im Set sind. Richtig, richtig stark. So, Leute. Bevor wir in die letzten 4 Booster reinstarten, erkläre ich euch erstmal alles rund um das Giveaway. Ich muss ein bisschen ablesen, weil ich nicht alles im Kopf habe. Das Giveaway startet heute am 13.07., läuft bis zum 26.07., wird am 27.07. ausgelost und das Video dazu folgt am 29.07. Darum lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, um das nicht zu verpassen. Ihr müsst mindestens 14 Jahre alt sein, mit Einverständnis eurer Eltern. Der Versand des Giveaways erfolgt innerhalb von Deutschland. Klar, wenn es jetzt nach Österreich oder so geht, wären wir uns gerne einig. Also die Österreicher können auch gerne mit teilnehmen. Weil ihr müsst verstehen, ich zahle das alles aus meiner Tasche. Ich möchte nachher nicht, dass der Versand teurer ist, wie die Kollektion an sich. Ne? Ich verdiene damit ja auch kein Geld. Ich möchte einfach nur euch etwas zurückgeben, dass ihr mich hier so schön auf dem Kanal supportet. Weil es ist einfach nur Wahnsinn. Und was müsst ihr machen, um am Giveaway teilzunehmen? Schreibt mir unten in die Kommentare mit Hashtag Mewtwo, welches Set euer Lieblingsset aus der ganzen Schwert- und Schildchen-Ära ist. Meines ist auf jeden Fall Zenit der Könige, allein wegen dem Mewtwo-Beaster. Und wichtig ist noch zu sagen, ich veranstalte das Gewinnspiel, nicht YouTube. YouTube übernimmt keine Haftung. Es geht um diese schöne Zeichen-Figuren-Kollektion, die ihr hier gewinnen könnt. Und jetzt starten wir mal rein in die letzten 4 Booster. Ich rate nochmal Feuer. Pflanze. Rockaiman. Luxio. Freunde aus Hisui. Stolunior. Riolo. Staralili. Sichlor. Pokéball. Metang auf dem Reverse-Slot und Regigigas V. Richtig schön. Also V-Star. Richtig, richtig schön. Ein V-Star-Hit. Da weiß ich noch gar nicht, ob ich den habe. Ich glaube, den habe ich auch noch nicht. Und mir fehlen auch noch recht viele V- und V-Star-Karten. Ne? Das ist halt auch ziemlich krass, dass ich die noch nicht gezogen habe, obwohl ich schon jede Menge geöffnet habe. Jede Menge. Ich rate Feuer, Elektro, Nirgendwo Sauger, Stolrak, Freunde aus Sinnoh, Gladiantri, Bidiza, Trank, Pantimos, Sonnenkern, Kommandutan und Volo. Schöne Trainerkarte. Den guten Volo. Richtig, richtig schön. So Leute, wir haben jetzt noch 2 Chancen, um endlich das Mewtwo zu ziehen. 2 Chancen. Wir machen jetzt 1. Wir machen jetzt ein, ihr seht es zuerst, Pack. Ich mache die Augen zu. Und wir gehen rein. Wir starten mit einer Pflanzenenergie. Stolrak. Freunde aus Sinnoh. Duflor. Libiscus. Emolga. Yanma. Gladiantri. Zipoze. Bidiza auf dem Galar Gallery Slot. Und was haben wir dahinter? Ein Absol Holo. Immerhin wieder mal 2 Hits. Aber richtig, richtig schön. Ich feiere die ganzen Galar Gallery Karten. Die sind richtig, richtig toll. Und wir haben jetzt gleich Last Pack Magic, Leute. Last Pack Magic. Ist es da jetzt noch drin oder nicht? Ich bin gespannt.
Ich rate Feuer, Psychoenergie, Luxio, Rettungsbox, Zaplalik, Mirapla, Jurob, Zirpurze, Stolunio, Riolo, ein strahlendes Akub auf dem Reverse-Slot. Richtig schön. Und haben wir noch was dahinter? Trommelwirbel. 3, 2, 1 und ein Relaxo als Rare-Karte. Oh, wieder kein Mewtwo V-Star. Für mich hat sich die Ausbeute aus den beiden Kollektionen auf jeden Fall gelohnt. Jede Menge neue Hits für mein Beiner. Ich freue mich total. Und wenn ihr noch ein schönes Video gucken wollt, wo wir noch viele Hits haben, schaut unten gerne rein. Ansonsten nehmt gerne an dem Gewinnspiel teil. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Ich bin raus, euer Rokat. Ciao!